Frage stelle ich allen unseren Künstlern, die wir hier haben, und die meisten beantworten sie mit, sagen wir mal, die Hälfte ungefähr beantworten sie mit, oh, ist mir eigentlich egal, ich bin vor allem Künstler. Wie politisch muss ein Künstler sein? Also ich denke, ein Künstler muss so politisch sein, wie er in seinem normalen Leben auch ist. Wenn das, wenn ein politisches Thema auftaucht, was ihn umtreibt, wo er tagelang, nächtelang drüber nachdenkt, wo er womöglich nicht einschlafen kann, dann scheint das ein Argument dafür zu sein, dass er sich mit diesem Problem auch mal künstlerisch befasst. Und wenn mir was nicht aus dem Kopf geht, dann befasse ich mich damit künstlerisch. Ich kann das gar nicht anders. Als ich zum ersten Mal in Ruanda war oder in Norduganda und habe das Elend da gesehen, was den Kindersoldaten passiert, das ist mir so, das hat mich so verfolgt in den nächsten Monaten und eigentlich auch in den nächsten Jahren, dass da einfach was raus musste. Mhm. Ja. Okay, kommen wir wieder zurück zu eurer Band. Es ist eine triviale Frage, aber Bab und die Kölsche Spruch gehören natürlich zusammen. Was lachst du denn jetzt? Schön, Spruch. Heißt das nicht so? Ja, ist das richtig? Die Kölsche Spruch. Kölsche Spruch. Ja. Tut mir leid, damit kommen wir zum Kern meiner Frage. Hast du es jemals bereut, dass der Großteil der Menschen gar nicht versteht, was ihr eigentlich singt? Ab und zu denke ich, es wäre vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man das Ganze auch Hochdeutsch stattfinden ließe. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich Kölsch denke. Vielleicht mittlerweile nicht mehr so, aber in den ersten Jahren auf jeden Fall. Und dass uns das auch unterscheidbar macht. Also wenn wir möglicherweise auf Englisch singen würden, wäre es sowieso schon lange gegessen. Aber selbst wenn wir auf Hochdeutsch singen würden, glaube ich, dass irgendwo ein gewisser Charme würde verloren gehen. Und ich denke wirklich nicht mehr daran, wenn wir heute Abend hier im Bauhaus spielen, dass ich meine Muttersprache singe. Mhm. Ich habe in meiner Muttersprache kein Problem, hätte eher ein Problem mit meinem Vater.